Ja, und damit herzlich willkommen hier zu meinem zweiten Unboxing-Video. Wie ich im ersten Video ja schon gesagt habe, habe ich aufgehört zu rauchen und habe mir eine E-Zigarette zugelegt. Bei dem vorherigen Video habt ihr was gesehen über die Treebox Mini von Smoke. Ja. Jetzt haben wir die K-Box von KangaTech. Eine 40 Watt Box und ja, die Verpackung finde ich allein schon ziemlich cool. Die ist echt cool gemacht hier, KangaTech. Hier könnt ihr wieder checken, ob euer Gerät echt ist oder nicht. Dann hier, ja, noch ein paar Details. Höhe, also hoch ist sie 89 mm. Dann wie breit sie ist, nämlich, oder sie ist 40 mm breit. Ja, hier seht ihr nochmal das KangaTech-Logo. Und ja, hier noch ein paar Warnhinweise. Also hier Made in China. Natürlich beste Qualität. Ja, dann hier nicht für Schwangere. Also, ich denke mal, das geht an die Frauen hier. Nicht unter 18. Auf keinen Fall unter 18 Jahren. Und dann noch andere. Ja, nicht in den Müll schmeißen. Und ja. So sieht die Verpackung aus, aber wer braucht schon die Verpackung? Dann könnt ihr das hier so aufschieben. So, ganz einfach. Ja. Dann habt ihr hier, schieben wir das mal kurz zur Seite, habt ihr hier nochmal, ja, was ist das? So, Produkt, irgendwas. Hier könnt ihr euch eine App runterladen, um das nochmal alles zu checken. Ja, auch nicht wirklich besonders. Dann hier noch eine kleine, ja, Gebrauchsanweisung. Hier steht es nochmal. Also ihr könnt sie, 8 Watt ist das Minimum und 40 Maximum. Und ja. Ja, sonst steht hier nur hier die Höhe, Breite. Und hier halt die anderen Sachen. Ja. Ja, hier auf Englisch und hier auf. Was ist das? Ich glaube Französisch. Keine Ahnung. Ich glaube Französisch ist das. Ja, braucht auch keiner. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Box. Hier ist sie. Die KangaTech K-Box. Natürlich von KangaTech. holen wir das gute Stück doch einfach mal raus. So. Da. Also hier ist auch nichts mehr drin. Kann man nicht rausholen. Da ist einfach nur, ja. Hier, Schwarz, also ihr bekommt sie in Schwarz oder in Silber. Ich habe sie jetzt in Silber. Ja. Dann, hier ist sie aus Aluminium, komplett Aluminium. Ja, hier nochmal das KangaTech-Logo rein gelasert, würde ich mal sagen. Ja. Da seht ihr auch echt die Dicke von dem Aluminium selber. Also es ist echt stabil. Hier habt ihr die Anzeige von 8 Watt. Aber es sieht irgendwie aus wie eine 3 bis 40 Watt. Hier habt ihr die, also euren Batteriestand. Aber das sehen wir gleich. Und ja, dann sehen wir uns gleich. So, und da sind wir wieder. Ja, hier haben wir jetzt die K-Box von KangaTech und ein Akku. Jetzt gucken wir einfach mal, wie wir den Akku macht ihr hier unten.
Hier ist so ein Rad. Das könnt ihr aufdrehen. So, dann ist hier so eine Feder drin, der Pluspol. Und da drin, ja, seht ihr ja, da ist, ich weiß nicht, kann man da jetzt durchgucken? Ah, ne, das ist das Kabel, das sieht man gar nicht so richtig. Ja, dann macht ihr hier diese Seite vom Akku nach unten, dass die flache Seite oben ist, so. Und dann, so, das geht jetzt ein bisschen schwer, ihr müsst es so runterdrücken und dann einfach, ja, Vorführeffekt. Das ist echt, also eine Fummelarbeit. Nee, ist echt eine Fummelarbeit. Also, die blöde Ding hier drauf zu drehen, das ist echt scheiße. Jetzt dreht ihr es einfach da drauf. Dann ist er hier drin. Da sieht man auch jetzt den Akku drin, wie der da drin liegt. Und dann hier. Drückt ihr einmal drauf. Jetzt ist hier auf 13 Watt. Dann könnt ihr halt hier so hoch. Also hier 20, 25, 30, 35, 40 und 8 und 13. Wenn ihr zum Beispiel ihr wollt auf 20 Watt, dann drückt ihr drauf und kommt aus Versehen auf 25, dann klickt ihr einfach einmal durch und geht dann auf die 20. Hier habt ihr jetzt den Batteriestand. Hier leuchten alle. Ja. Ist eigentlich eine total einfache Box. Gefällt mir. Sie ist echt mega stabil. Hier oben nochmal K-Box. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hiermit endet dieses Video auch und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal, euer Aktiklan.